Ja, hallo, hier ist der Thomas mit einem Video zum JBoss Fuse Tooling für Camme. Ich habe euch vor circa 1,5 Jahren schon mal JBoss Fuse und die Unterstützung dort für Camel gezeigt, den Editor, mit dem man Camel-Routen grafisch zusammenklicken konnte. Ich war damals noch nicht ganz so begeistert. Unter anderem ist uns ein kleiner Fehler auch aufgefallen, der recht ärgerlich ist, dass das In-Only-Pattern verloren ging. Daraufhin hat sich der Lars Heinemann von Red Hat gemeldet, der selbst beim JBoss Fuse Tooling für Camel mitarbeitet. Und hat sich der Sache angenommen. Also dieser Bug ist mittlerweile gefixt und es hat sich recht viel getan beim JBoss Fuse Tooling für Camel. Der Lars hat mich dann darauf hingewiesen im Kommentar, dass es da eine neue Version gibt. Ich habe hier noch die für Eclipse Mars, die möchte ich euch mal zeigen und dazu wieder ein kleines Projekt durchziehen, ein kleines Camel-Projekt anlegen und einfach mal schauen, wie gut mich da dieses Tool unterstützen kann. Ja, ich würde mal sagen, ich lege los. Also, ich habe hier auch schon das JBoss Developer Studio. Das habe ich mir einfach mal heruntergeladen und installiert. Was mir ganz gut gefallen hat diesmal ist, dass ich nur ein Download habe, eine Installation und da ist alles dabei. Es ist nicht mehr das Rumgefummel, das JBoss Developer Studio zu erweitern mit zahlreicher andere oder mit einem anderen Download und die Versionen abzustimmen, sondern ich habe einfach nur einen Download und das Ganze läuft. Also, was ich bis jetzt gemacht habe, einfach nur entpackt und installiert und ich kann loslegen. Das möchte ich jetzt auch mal machen. Und zwar lege ich mir jetzt mal ein neues JBoss Fuse Integration Project an. Und dazu als Beispiel möchte ich Folgendes machen. Ich möchte Namen in einer JSON-Datei hinterlegen, Vornamen und dann über eine kleine Restressource ermitteln, ist das ja, ein Mann, ist das eine Frau. Und je nachdem möchte ich die Anrede Herr oder Frau einsetzen und einen kleinen Text an die Message Queue senden. Also praktisch so ein kleines ja, E-Mail-Online-Marketing. Tool oder eine Online-Marketing-Routine mit Camel realisieren. Ja, deswegen nehme ich auch gleich als Projektname E-Mail-Marketing. Okay, und erzeugt mal ein neues Projekt. So, das dauert ein bisschen. Okay, da sind wir. Wir haben ein neues Projekt angelegt und hier ist auch schon mal eine Route. Und mit der Route lege ich los. Ich möchte da nochmal zuerst die ID verändern. Was ich jetzt nicht weiß, ich klicke rein und plötzlich steht da True. Vielleicht habt ihr das gesehen. Da stand vorher noch Route 1. Wo dieses True herkommt, keine Ahnung. E-Mail. So. Und jetzt hat sich hier oben auch der Name entsprechend geändert. Ja, das ist ein bisschen relativ klein, aber ich hoffe, man kann sehen. Hier rechts habe ich eine Palette und verschiedene Camel-Komponenten und Patterns. Ich wähle mir eine File-Komponente, ziehe die hier rein und konfiguriere dann den Connector. Ein kurzer Klick. Ja. Und ich kann hier unten Einstellungen vornehmen und verwende jetzt als Verzeichnis, das ich überwachen möchte, ein In-Verzeichnis. Okay, passt. Und als nächstes möchte ich einfach ausgeben, ob hier was reingekommen ist mit einer Log-Komponente, die ich hier noch dazu reingebe. So, und jetzt kann ich eine Verbindung ziehen. Ich wähle hier diesen Pfeil, ziehe den hier rüber. Er verbindet mir das. Okay, das wäre auch schon meine Routine, meine Route. Ich starte die mal. Ich habe die jetzt hier. Rechte Maustaste ran. Camel without Tests. Das geht am schnellsten. Und hier rechts unten sehe ich dann die Maven-Ausgabe und Fehler.
Ach ja, ich habe hier noch eine Sache vergessen beim Log. Ich muss hier eine Message ausgeben und da gebe ich jetzt einfach mal den Body der Nachricht aus. Okay. Ich stopp mal und starte das Ganze nochmal. Okay, und ich mache einen Refresh. Hier habe ich das In-Verzeichnis, da kann ich was reinschieben. Und was ich jetzt hier reinschieben möchte, das ist eine JSON-Datei. Ich erstelle mal eine Namen.json. So, und hier rein kommen jetzt Namen. Und diese JSON-Datei, die werfe ich jetzt in das In-Verzeichnis rein und hier rechts unten wird sie auch schon ausgegeben. Das heißt, unsere Camel-Route funktioniert. Als nächstes möchte ich die Nachricht splitten in 5 Einzelnachrichten und die dann an einen REST-Service schicken, der mir das Geschlecht ermittelt. Und dazu brauche ich hier ein Pattern. Control Flow. Mal gucken, ob wir es da drin finden. Ich glaube, Routing. Den Splitter, das Enterprise Integration Pattern Splitter. So, das verbinde ich hier jetzt. Konfiguriere meinen Splitter. Ich möchte als Sprache verwenden JSON Path und als Ausdruck Sternpunkt Namen. Und da müsste man das Ganze aufsplitten. Okay. Und jetzt muss ich in meinen Splitter noch was reinziehen, was er dann als nächstes macht. Ich nehme da nochmal einen Log, einfach zum Gucken, ob das funktioniert mit Components. Und den ziehe ich direkt auf den Splitter. Dann wird er hier drin dargestellt. Konfiguriere den Log auch nochmal. Und im Prinzip gebe ich hier das gleiche aus wie vorher schon. Dollar Body. So, und vielleicht noch splittet davor, damit man das auch sieht. Ich stoppe meine Route. Ich starte sie nochmal. So. Okay. Und werfe die Datei nochmal rein. Ups. Und lange Zeit warten und es kommt ein Fehler. Ja, und da ist man jetzt schon am Ende, sage ich mal, wenn man nur sich auf den grafischen Editor verlässt. Was jetzt kommt, ist eine Exception, Invocation Target Exception und der Camel Neuling, tja, der weiß hier nicht, wie es weitergeht. Ich habe mir das vorher schon mal angeschaut und ich weiß jetzt, dass ich hier in meiner POM, in den Abhängigkeiten, dass da drin was fehlt. Also das Tooling, das ergänzt mir schon ein paar Sachen in dieser Datei und schaut mal her, momentan hat sie 160 Zeile, dieses POM, und wir gucken mal, wie sich das so noch entwickelt. Und da brauche ich jetzt halt einfach nochmal Abhängigkeiten für JSON Path, ansonsten funktioniert das nicht. Und wie gesagt, da bringt man halt so einen grafischen Editor, damit es leicht geht, dann halt doch nichts, sage ich mal, als Anfänger. Wenn ich dann trotzdem hier noch wissen muss, dass ich hier ein Camel JSON Path Dependency brauche und dann brauche ich gleich nochmal eine. Das ist schwer zu ermitteln. Ich brauche hier noch eine ASM. IQOV2 ASM. ASM Commons. In der Version, und das ist auch tricky, das rauszukriegen, welche Version ich da genau brauche. Dann formatiere ich mir das nochmal schön. Moment, Eclipse ist ein bisschen umgewühlt. Steuerung Alt F. Steuerung Shift F und ich habe es formatiert. JSON Path passt. Und jetzt probiere ich einfach nochmal zu starten.
Und guck mal, was passiert. So, das ging schon mal schneller zu starten. Da hat er mir jetzt das Gesamte ausgegeben. Okay, Namen und so weiter. Was mir noch fehlt, ist das Gesplittete. Da gehe ich zu meinem Blueprint zurück und guck mal. Das ist jetzt die Ansicht vom Quelltext, den er mal erzeugt hat. Sternpunktnamen, Dollarpunktnamen. Das ist richtig. So muss der JSON-Path richtig heißen. Also ich probiere es dann gleich nochmal. Und los geht's. Schmeiß JSON-Path nochmal in den In-Folder. Und wow, hat funktioniert. Also hier ist die Gesamtausgabe, die kann ich jetzt rauslöschen. Und hier gibt er mal jetzt gesplittet das Ganze fünfmal aus. Also er hat aus einer Nachricht fünf Nachrichten gemacht und das entsprechend ausgegeben. Das heißt, dieser eine Log hier oben, den bräuchte ich nicht mehr. Den entferne ich mal. Und das ist toll, dass er mir hier gleich noch die Verbindung hält, dass ich die nicht frisch ziehen muss. Gut, jetzt habe ich also statt eine Nachrichten fünf Nachrichten, die weiterlaufen. Und ich setze mal jetzt als nächstes einfach mal eine Property, in der ich mir den Namen merke. Dazu nehme ich Transformation Set Property. So eine Property ist dann über so ein gesamte Exchange sichtbar. Und die kann ich wieder hier konfigurieren. Ich nehme hier die Simple Language und man sieht schon an der Auswahl der Sprachen, also ein Nicht-Programmierer ist hier total überfordert, trotz grafischer Oberfläche. Also wer nicht programmieren kann, ist arm dran. Und ja, jetzt muss ich mir hier den Body übernehmen mit einer Expression, die Simple Language Body und ein Property-Name. Da nenne ich jetzt einfach mal Name, weil es der Name ist. Und den speichere ich mir hier zwischen. Okay, dann möchte ich einen Rest-Call durchführen. So, meine Route, die sollen externe Restressource ansprechen. Und diese Restressource, das ist so ein ganz altes Beispiel, das ich mal zusammengestrickt habe, das einem zu meinem Namen das Geschlecht zurückliefert und in welchen Ländern es den Namen gibt. Hier habe ich so eine Einsprungadresse. Ja, ich muss mich hier schämen. Punkt Groovy. Ich verrate hier, wie es implementiert ist und zeige hier gleich eine Sicherheitslücke. Dahinter kommt ein Name, wie zum Beispiel Thomas. Da sehe ich das jetzt hier. Ich kriege noch XML zurück. Wie gesagt, er ist ein bisschen älter, dieser Service. Und hier unten sehe ich Mail True. Und wenn ich jetzt statt Thomas einen anderen Namen nehme, wenn ich jetzt die Peggy nehme, dann kriege ich hier Mail False zurück. Und das möchte ich hier verwenden. Dazu nehme ich jetzt einfach mal diese URL und brauche jetzt hier eine REST-Komponente. Dazu nehme ich jetzt Restlet, füge das hier ein, Restlet, und als UI-Pattern brauche ich jetzt meine Adresse. Ich nehme aber hier hinten den Query-String raus und merke mir den. Das ist auch eine Sache, dann hilft mir der grafische Editor nichts. Ich muss dann wissen, dass ich davor noch einen Header setzen muss. Also hier unten habe ich jetzt nichts, um den Query-String zu setzen, sondern ich brauche jetzt hier nochmal einen Set-Header davor. Das Set-Header-Restlet, ja passt, kommt eigentlich in der Reihenfolge rein. Mein Fehler. Und der Set-Header. Da verwende ich wieder die Simple Language und als Expression. Name gleich. Dollar Body. Oder wir können dann natürlich auch nehmen Header Name. Wir haben das ja auch schon da gesetzt. Ja. Ich nehme mal den Body, das stimmt hier noch überein. Und der Header-Name, das ist ganz wichtig für Restlet Camel HTTP Query.
Query. Also nur wenn der Header so heißt, wird diese Expression jetzt eingesetzt. Okay, was brauche ich noch? Ich brauche vielleicht nochmal eine Ausgabe, um zu sehen, dass es funktioniert. Dazu nehme ich wieder eine Log-Komponente und gebe mir ein Body aus. Obwohl, da könnte ich vielleicht auch diese hier oben runterziehen. Mal gucken, ob das geht. Nee, geht nicht. Was habe ich denn hier noch? Breakpoint bringt nichts. Dann lösche ich die hier raus. Yes. Und ziehe eine neue Log-Komponente hier unten rein. Verbinde die. Und gib mir wieder den Body aus. So, sieht gut aus. Ich stoppe jetzt meine Route wieder. Lass die laufen. Ah, da gibt es nochmal irgendeinen Fehler. Hier ist was rot. Was will er von mir? Ach ja, das ist so ein Fehler hier. Das ist kein wirklicher Fehler, sondern er will jetzt hier einfach, er überprüft das und in seinem Pattern will er einen Port haben. Port 80 muss ich normal nicht angeben, aber damit er hier zufrieden ist, kriegt er auch hier Port 80. Jupp, und dann los geht's wieder. Ich werfe meine Datei ins Int-Verzeichnis. Zack, und wow, hat funktioniert. Also ihr seht hier die Ausgabe von der Restressource und da sagt er jetzt auch hier Mail True für den Namen Quentin. Ja, das ist doch schon mal ganz gut. Jetzt können wir hier weitermachen und ja, einen Text auswählen, je nachdem, ob es Male oder Female ist. Dazu brauche ich jetzt einen Router, die Choice. Die baue ich mir hier ein. Und da rein setzen wir jetzt ein Wenn. Und ich setze rein ein Otherwise. Wenn muss ich konfigurieren. Language nehme ich XPath, weil wir hier XML haben. Und mein Ausdruck ist Mail gleich True. Also wenn ich jetzt hier männlicher Name habe, dann soll er hier reingehen. Otherwise passt. Und dann kann ich eine Transformation benutzen. SetBody nehme ich hier. Die kommt hier rein. Language simple. Und als Expression nehme ich dann Herr Dollar. Property, da haben wir ja den Namen abgespeichert, nach Property Name, Herr sowieso. Und für die Damen, da nehme ich auch simple. Hoffentlich kreidet mir das keiner an, dass ich für die Frauen einen Otherwise-Pfad benutzt habe. Aber das sind so die Fallstricke. Property.name. Das war's, glaube ich. Und ob das Ganze funktioniert, teste ich mir zunächst mal wieder mit einer Component, mit einem Log. Setze ich hier unten rein. Und ja, das geht schon wesentlich besser beim letzten Mal. So. Und das muss ich wieder konfigurieren. Dollar Body. Stopp. Und wieder ran. Und ins Int-Verzeichnis die Datei. Herr Justus, das sieht doch sehr gut aus. Und Herr Quentin, Herr Thomas, Frau Peggy. Also das funktioniert soweit. Und jetzt, ja, jetzt möchte ich, damit wir vergleichbar sind zu dem, was wir letztes Jahr gemacht haben beim Test von den anderen Integrationstools, das Ganze auch zum ActiveMQ und im Message Queue reinschicken. Dazu verwende ich jetzt hier
eine ActiveMQ-Komponente und die muss ich noch konfigurieren. ActiveMQ. Und ich brauche einen Queue-Name. Was nenne ich denn anschreiben? Okay. Und das fand ich ganz cool. Ich klicke jetzt hier drauf, gehe auf Documentation und sehe hier Dokumentation zum ActiveMQ-Komponente. Und da drin finde ich auch die Konfiguration. Also macht man das nicht automatisch, aber er zeigt mir es hier zumindest an für die Verbindung zum ActiveMQ. Ich gehe dann hier auf den Quellcode, sehe hier im XML, in der Blueprint-Sprache, hier meine Camel-Route in der XML-DSL. Und da füge ich jetzt ein weiteres Bean ein. Das Ganze ist ja nichts anderes, ja, als Standard ist hier das Spring. Und Sumhost muss ich noch austauschen. Bei mir läuft der Broker unter Localhost. Okay. Passt. Tja, war es das schon? War eigentlich jetzt ziemlich einfach. Gucken wir mal, ob das auch so tut. Ich führe es aus und werfe. Meine Datei rein, hier passiert was. Dann schaue ich doch mal auf den ActiveMQ. So, hier habe ich die ActiveMQ-Konsole und kann mal hier die Queues anzeigen lassen. Und tatsächlich, ich habe 5 Anschreiber bekommen für die 5 Namen. Ich gucke mal in die Queue rein. So, das sind auch 5 Nachrichten. Ich nehme mal eine Nachricht raus und tatsächlich, da steht jetzt Frau Peggy und ich nehmen eine andere und hier steht Herr Quentin. Ja, wunderbar, das hat geklappt und von da aus könnte man das jetzt vielleicht weiterverarbeiten, in PDF umwandeln und so weiter. Ich habe eine schöne kleine Integrationsroute geschrieben, aber die dann schon einiges macht. Mich hat das Tool hier, ja, hat mir es geholfen oder steht mir das Ganze nur im Weg? Also ganz persönlich, ich habe schon vielleicht ein, zweimal was mit Camel gemacht oder ein bisschen öfter. Mir steht das total im Weg. Also das Tool behindert mich in meiner Arbeit. Aber wer frisch mit Camel anfängt, der kann vielleicht damit durchaus was anfangen und kann ja zumindest hier vielleicht durchgucken, was es so gibt, anstatt auf der Webseite. Und er findet auch ein paar Einstellungen im Dialog, die er sich nicht zusammensuchen muss, aber was das Tool auf gar keinen Fall ersetzt. Es ist kein Tool, mit dem jemand arbeiten kann, der Camel nicht kennt. Also jemand sollte mit Camel schon vertraut sein, sollte sich mit Camel auskennen. Ansonsten kann er sowas wie jetzt diese Dependency hinzufügen für JSON-Path oder auch den Ausdruck für JSON-Path. Das ist ziemlich schwer oder für Restler die UI konstruieren. Das wird nur einer können, der sich mit Camel auskennt. Dann, je nachdem, wie ihr veranlagt seid, kann sein, dass euch die Sache ein bisschen hilft. Auf jeden Fall, also das ist ganz klar, ist das eine Riesenverbesserung zum letzten Mal. Und wenn das so weitergeht, ist es in ein paar Versionen vielleicht so weit, dass es wirklich ernsthaft einsetzbar wird. Momentan würde ich sagen, ist es immer noch so, dass mir die Mule-UI noch wesentlich besser gefällt. Also wenn ich grafisch Routen zusammenstellen möchte, von der Arbeit her gefällt mir Mule viel besser. Allerdings, der Mule hat einen großen Nachteil für mich. Mule ist nicht Camel, Mule ist was Eigenes und ich hätte es dann auch gern mit Camel. Und ja, dann sind wir schon wieder hier beim JBoss Views oder beim Talent und ja, welches man da nimmt, ist, denke ich, dann auch ein Stück weit Geschmackssache. Und ja, ich hoffe, ihr habt einen Eindruck bekommen. Vielleicht ist es von einer oder anderen, was dieses JBoss Fuse Tooling oder ihr möchtet euch das selber mal anschauen. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr die natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ja, so viel zu heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.
Bis dann. Ach, eine Sache habe ich noch, bevor ich hier mich ganz abschiede. Also wie gesagt, in ein paar Tagen im November 2016, da wird wahrscheinlich das Ganze auch für Eclipse Neon herauskommen, nicht nur für Eclipse Mars. Gut, das war's jetzt aber dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.